zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk. Bioshock Infinite. So, das war's. Wie versprochen, wir waren zurück. Ich bin zurückgelaufen und jetzt soll ich zum Grab laufen. Also wieder zum Friedhof zurück. Auf dem wir eben gerade schon waren. So, gleich sind wir da. Das ist der Friedhof, wo meine Mutter liegt. Ich weiß, wir waren ja eben gerade schon drauf. So. Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? Da ist es. Okay. Keine Gegner im Moment. Gut. Das wird hier bestimmt gleich losgehen wie eine Rakete. Aha. In Ordnung. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock Haus rein. Sie ist deine Mutter. Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Ich mache schon Tür auf. Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Oh. Elizabeth, alles in Ordnung. Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Okay. Deine Mutter weckt Tote auf. Okay, fangen! Prima. Wo ist sie denn? Das war's? Was bin ich? Mein Gott. Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da!
Fußspuren. Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Okay. Wo Spuren, wo sind die hin? Entlang. Guck mal, das ist Schrot, war hier unten nicht irgendwie. Achso, Medizin nur, okay. Schade, dass sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Auch noch sarkastisch. Finde drei Risse. Irgendetwas stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Warte mal, wir gucken mal hier. Nee, da oben ist nichts. War doch gerade drücke Frau. Irgendwas? Hier wieder zurückgehen. Ich gehe noch mal zum Musiker hin. Oh. Aha. Aha. Wer ist da? Zu den Waffen, Brüder! Booker, hier! Danke. So. Okay, dann erstmal hier rein. So, Elizabeth? Mal sehen. So. Okay. Okay, hier steht nichts drauf. Gut, da glitzern. Ein Lockpick. Suche nach. Ein Riss.
ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Madame Lutez? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deinen Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Okay. Jede Menge Finger. Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Okay. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Hä? Ich verstehe kein Wort, aber ist egal. Eine Bürotür haben sie. Okay. Oh, gut, dass wir nochmal hochgegangen sind. Perfekt. Ganz genau, perfekt. Okay, dann gehen wir wieder hier raus. Okay, Fußspuren, da lang. Kommen jetzt hier auf Fußspuren wenigstens, oder? Cool, hier ist noch mal was. Okay, auch noch mal Fußspuren. Oh. Lie to me, Lady! Okay, fangen! Vielen Dank! Danke. Ja, ich auch. Jede Menge bisher jetzt. Wow. Okay.
Jetzt würde ich meinen Geisterjäger rufen. Oh. Okay, dann fahren wir mal mit dem Fahrstuhl. Puh. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Elizabeth. Okay. Okay. Scheinen zum Tresor zu führen. Dann gucken wir mal. Ganz kurz hier hin. Na gut, wir gehen zum Tresor. Besser, besser. Obwohl, wartet mal, ich kann ja noch mal vorher hier alles durchgucken. Ne, die ganz dicke Wumme nehmen wir mal nicht. Aber ein Lockpick auf jeden Fall. Mehr. Und nochmal hier drüben reingucken. Das ist auch schon alles, okay. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Super. So, was kostet das? Hier, ich muss ein Schloss knacken. Sieht einfach aus. Ist hier für die Kasse. Bitteschön. Hier. Achso, die Finanzspritze kriegen wir doch noch. Cool. Okay. Kannst hier oben mal reingucken? Nein, gibt's nichts. Okay. Hätte sein können, dass da noch was gibt's. Aber da war gerade so ein Vogeltyp. Ich bin noch am Suchen. Alles okay, alles okay.
alles gut. Also, natürlich ein bisschen Kohle, immer her mit der Kohle. Natürlich ein wenig Munition wäre natürlich immer super. So. Ernsthaft, müssen wir jetzt die jetzt echt hinterher rennen? Achso. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang eine geisterhafte Verbindung. Gleich anzeigen. Wo? Bringt die Aufladungszeit. Komm. Ausrüstung an. Machen wir das mal. Okay. Wie, er ist tot? Okay. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente. Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich... Okay. Mehr Gesundheit wäre jetzt super. Okay, jetzt müssen wir wieder raus. Und zurück. Da ist der Button. Okay, das haben wir schon mal fertig gemacht. Den Tresor. Dann dieser andere Laden. Ups. Ja, da lang. Okay. Jetzt müssen wir nur den dritten. Sieh einer an. Ich sehe da drüben ein Lockpick. Danke. Cool. Danke. Okay. Lagten schon vorhin da die Leichen?
Okay, da lang müssen wir. Oh. Elizabeth? Da lang müssen wir. Okay. Ja, hier. Okay. Was haben wir hier? Achso, das haben wir schon voll. Oh ja, schnell mal. Achso, das ist nur der Booster. Das ist für die ganze Magie. Hier, gut aufheben. Okay. Das hier ist für... das Ganze, genau. So, erst Gesundheit kaufen. Magie haben wir voll. Okay, alles soweit. Okay. Ne, hier gibt's nichts mehr. Ich sehe dir beim Sterben zu! Alle sollen sterben! Scharfschütze, runter! Das ist dein Ende! Weiterfeuern! Scharfschütze! Okay. Okay, das wird sehr schwierig. Da entlang. Kannst du das öffnen? Kein Problem. Versteck dich ruhig! Bitte sehr. Feuer und Verdammnis! Die sollen sich doch dazu mehr abschießen. Okay, hier haben wir den anderen. Aber sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Kehre zurück zum Tor von Hansers Haus. Okay. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Okay. So ein Fotolabor ist das hier. Okay. Schneiden in den Winter! Schmor in der Hölle! Ja, schmor du mal in der Hölle. Mach! In Ordnung! Ich sehe ihn! Hey,
Das ist gut, dass du mich siehst. So, wir gehen hier weiter. Ja, hier hoch. Zum Haus. Er tötete Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Ja. Rosalind Lutess ist nicht meine Mutter. Und du auch nicht. Aber er hat euch beide getötet. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Okay. Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Das ist alles deine Schuld! Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Bastard, gib Bastard! Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Booker. Danke. Ja, ich habe kaum was gemacht. Okay, mein letzter Huster für heute. Das heißt, bevor wir jetzt in die Höhle des Löwen reingehen, ja, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja. Bis dann wünsche ich euch schon einen schönen Abend und erstmal alles, alles Gute und erstmal ciao, ciao euch.